Heyo, was geht ab und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf dem Team Rehab Clan Kanal. Im Hintergrund seht ihr eine 60er Gunstreak in MW3. Solo war das Ganze glaube ich auch. Checkt auf jeden Fall mal den Gameplayer-Spieler ab und ja Leute, ich bin richtig motiviert hier jetzt ein weiteres Video für euch aufzunehmen. Bei meinem ersten Video hatten wir glaube ich fast 100 Likes geschafft, Leute. Ich hab's gar nicht geglaubt, Alter, dass wir 100 Likes auf mein Video schaffen. Und ja, Leute, ein paar haben geschrieben von euch, dass ich ein bisschen zu demotiviert rede. Ja, ich werde es auf jeden Fall jetzt versuchen, ein bisschen, ja, spannender, sag ich mal, zu gestalten. Keine Ahnung, wie ich das jetzt nennen soll. Und ja, heute habe ich auf jeden Fall eine Schulstory am Start. Ihr könnt ja auch mal eure Stories in die Kommentare schreiben. Und ja, dann fange ich einfach mal an. Jo, Leute, die Story war vor ungefähr einem Jahr und ein paar Monaten. Es war sogar an meinem Geburtstag, Leute. Also, dass sowas an meinem Geburtstag passiert, hätte ich niemals dran gedacht. Und ja, ich bin halt ganz normal in die Schule gegangen, habe mich natürlich gefreut, also über die ganzen Geschenke und so. Und ja, ich war einfach richtig motiviert. Und ja, in der ersten Stunde hatten wir dann Deutsch, Englisch, ich weiß es nicht mehr. Und ja, natürlich hatte ich die Hausaufgaben nicht, ganz klar. Hatte ich natürlich keinen Bock drauf, weil ich auch noch Geburtstag hatte, keine Ahnung. Ich glaube, es war auch schon kurz vor den Ferien, ich weiß es nicht mehr genau. Jedenfalls wollte ich noch abschreiben bei einem Mädchen aus meiner Klasse. Also es waren schon alle im Klassenzimmer drin. Ich komme immer ein bisschen später und musste mich dann beeilen. Es waren schon drei Leute an einem Heft am Abschreiben und ich wollte halt auch noch abschreiben. Und ja, ich habe angefangen auf einmal. Ein Mädchen, was auch gerade am Abschreiben ist, ja, zerrt einfach mein Heft weg und sagt, ja, verpiss dich, ich will abschreiben. Und ja, dann habe ich halt ihre Hand so weggemacht, auf die Seite, sag ich mal, geschoben. Ich weiß nicht genau, wie ich das jetzt hier ausdrücken soll. Jedenfalls hat sie mich dann halt die ganze Zeit beleidigt und so. Und ja, dann kam auch schon der Lehrer rein. Und der Unterricht hat dann halt ganz normal angefangen. Und ja, Leute, das Mädchen, weil es einfach so aggressiv jetzt auf mich war, ist einfach zum Lehrer gegangen und hat gesagt, ja, der Simon hat mich geschlagen, könnte ich bitte ein Kühlpack holen gehen? Leute, ich habe ihre Hand einfach weggetan und die Schlampe sagt zum Lehrer, ich will ein Kühlpack, der Simon hat mich geschlagen. Boah, ich bin da echt nicht drauf klargekommen und ja, darauf, dass das Mädchen halt dem Lehrer gesagt hat, was passiert ist, was eigentlich gar nicht gestimmt hat, also nicht so dramatisch, ist der Lehrer dann zu mir gegangen und hat gesagt, ja, nach der Stunde sprechen wir uns nochmal. Es kann echt nicht sein, dass du andere Mitschüler verprügelst oder schlägst, obwohl ich nur ihre Hand weggetan habe. Und der Lehrer, als es passiert ist, war ja noch nicht mal im Klassenraum. Das heißt, eigentlich dürfte der gar nicht. Er kann ja gar nicht wissen, was überhaupt richtig passiert ist. Aber naja, jedenfalls nach der Stunde ist er dann zu mir gekommen und hat gesagt, dass ich in den Trainingsraum gehen soll. Also der Trainingsraum ist bei uns so, das ist halt ein Raum, wo immer ein Lehrer drin ist. Und mit dem bespricht man dann, was man, sag ich mal, falsch gemacht hat. Man muss außerdem noch ein Blatt ausfüllen mit vielen verschiedenen Fragen, was passiert ist, warum das passiert ist, was man besser machen kann und was weiß ich. Und ich war halt schon mal im Trainingsraum gewesen vor, ja, das ist jetzt ungefähr schon 2-3 Jahre her. Also kam ich dann, beim zweiten Mal kriegt man einen Brief nach Hause, den habe ich dann auch bekommen. Und es hat mich einfach so aufgeregt, dass ich an meinem Geburtstag in den Trainingsraum muss, wegen irgendeiner Scheißschlampe in meiner Klasse. Und ja, vor allem, weil ich ihr gar nicht wehgetan hatte. Und nach der Stunde, wo er gesagt hatte, dass ich in den Trainingsraum muss, hat er außerdem noch so richtig, oh, hat er einfach gesagt, herzlichen Glückwunsch. Als, Gott, ich hatte da so Aggression, Mann, ich hätte dem am liebsten eine geklatscht, aber bin dann in den Trainingsraum gegangen und dann war es mir auch eigentlich scheißegal. Meine Mutter hat das auch nicht gejuckt, dass da jetzt so ein Brief von der Schule kam. Und ja, schreibt auf jeden Fall eure Story in die Kommentare. Und ja, wäre cool, wenn wir so 70, 80 Likes schaffen, wie ich auch schon am Anfang erwähnt hatte. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.